Zum Kiteflyers Meeting 2011 auf der dänischen Insel Fanø lud Kite & Friends Fachredakteur Paul May erstmalig zum Trickdrachen-Festival ein. Es wehte ein strammer Wind über dem weiten Nordseestrand. Zum Testen standen bereit Aquarius von Scirocco Kites, Atomic von HQ, Barracuda von Wolkenstürmer, Belusa von Wolkenstürmer, Easy Hoch 2 von Level 1, Hypnotist von Prism, Infinity von HQ, Maestro von HQ, Quanton von Prism, Steel von Scirocco Kites, Storm Eater von Spider Kites, Tibellus von Spider Kites, Trickster von Colors in Motion, Zodarian von Spider Kites. Auch bei frischer Brise versuchten die Teilnehmer das Trickflugpotenzial der Drachen herauszufliegen. Das ist jetzt mehr geworden. Mein Drachensuchgerät hat hier echt Schwierigkeiten. Obwohl die Testmodelle an ihrer Windobergrenze oder darüber hinaus geflogen wurden, schlugen sie sich wacker. Beim Testen gingen die Teilnehmer, hier Michael Koch, sehr gewissenhaft vor und gaben später schriftlich ihr Urteil ab. Paul May und sein Team standen beratend zur Seite und gerade der Austausch zwischen den Piloten machte das Testival aus.